Begleite uns heute ins Agrabah Café. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Restaurant-Video hier aus dem Disneyland Paris und aus dem Agrabah Café hier im Adventureland. Es hatte lange geschlossen, es war renoviert worden und es gibt schon ein Video zum Agrabah Café, aber das ist schon einige Jahre her und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein Update. Es ist ein Buffet-Restaurant und ich kann mal so sagen, man muss es mögen, diese Art von Essen. Aber ich zeige euch natürlich das Buffet, was es dort zu essen gibt, die Preise und ich würde sagen, wir gehen rein, weil die Mädels sind schon drin. Ich habe mich ein bisschen verspätet, weil die Gepäckabgabe heute so lang gedauert hat. Und hier seht ihr mal die Preise. Es kostet 40 Euro für Erwachsene inklusive einem Kaltgetränk und für Kinder 22 Euro inklusive Getränk. Und ja, ihr könntet theoretisch auch noch Weißwein und Kaffee dazu bestellen. Ja, und ein Kuchen auch für 35 Euro. Ich zeige euch jetzt das Buffet hier im Agrabah Café. Fangen wir mit den kalten Vorspeisen an. Couscous-Salat gibt es hier, Mais, Karotten, ja, Paprika eingelegt, Gurkensalat, nochmal verschiedene Couscous-Salate, Linsen und Kichererbsen. Also ist sehr orientalisch das Buffet. Hier gibt es so Fladenbrot, was man sich dann belegen kann mit Hummus und Hummus mit Oliven und Muhammara, was auch immer es ist, und Mutambe und Salate noch und ja, gehen wir mal weiter. Hier gibt es dann noch die warmen Sachen, hier gibt es, gut, Gazpacho ist jetzt nicht warm, hier gibt es noch so verschiedene Dips und hier haben wir Lamm, muss man auch mögen, ich liebe aber Lamm, was haben wir hier noch? Orientalische Suppe, auch interessant. Ich mag, wie gesagt, ich mag orientalisches Essen, aber man muss es halt mögen. Hier gibt es auch nochmal Couscous, da oben ist Fisch, auch noch verschiedene Beilagen, Falafel, ja, ihr seht es ja so, Rinderwürstchen, hier gibt es Meatballs, bunter Österreich, schon Ost, wie heißt das denn? Eastern Style Rice, ich weiß es gar nicht, wie es übersetzt heißt. Kartoffeln, Hähnchenschenkel, natürlich auch das Dessert. Sieht so aus, da gibt es auch Baklava, ist das Baklava? Auf jeden Fall ganz viel mit Blätterteig, ist ja auch so orientalisches Dessert. Bin gerade noch ein bisschen gestresst, gerade weil ich mich hier so beeilt habe, aber ich glaube, das ist Baklava. Es gibt auch ein Kinderbuffet, weil das Essen auf der anderen Seite ist jetzt natürlich nicht so für Kinder, also kommt natürlich auf eure Kinder an, aber hier gibt es also eine normale Pasta. Hier gibt es so Sambusek mit Beef gefüllt, also Rindfleisch. Hier gibt es nochmal normale Meatballs, glaube ich, dass sie nicht gewürzt sind, aber auch Lamm. Mickey Potatoes, vegetarische Sambusek und Bohnen. Ja, ich habe gesagt, ich möchte diese Suppe mal probieren. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ich glaube, es sind so kleine Nüdelchen und Reis und es riecht auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall nicht scharf, ist gut. Ich mag kein scharfes Essen. Auf jeden Fall sehr interessant. Meine Vorspeise, ich habe mir ein bisschen was vom Kichererbsensalat, Couscous, Mais, Hummus mit, also ohne Oliven und mit Oliven, Gurke und hier das ist Ziegenkäse mit Feige und ein Fladenbrot dazu. Der Ziegenkäse ist aber gut. Mit Feige.
Meine Mutter, wo sie noch mit ins Disneyland gekommen ist vor Corona, war mir auch, sie liebt das hier. Noch immer hier essen. Warum kommt sie eigentlich schon immer mit? Hat keinen spezifischen Grund. Also kamen wir irgendwie noch nicht dazu zu planen. Irgendwie mal. Es war ja mal hier so ein Bazar, oder? Hat Daniel mal erzählt. Ganz früher gab es hier mal so Sachen zu kaufen, so orientalische. Mein Hauptgangteller. Ich weiß nicht, ob ich mir danach noch was hole, aber er ist ja groß genug. Ich habe hier Lamm, nochmal Mais, nochmal ein bisschen Couscous, trockenen Couscous, Falafel, Bohnen, eine Hähnchenkeule, Meatballs, gibt Lamm und Rind, aber man kann sie halt irgendwie nicht unterscheiden. Und ein gemischt, glaube ich. Ja. Halb und halb. Ah, okay. Weil bei den Kindern ist nur Lamm. Nee, steht auch Beef dabei. Echt? Ja. Und eine Teigtasche mit Rindfleisch. Was ist das für ein Fleisch? Lamm. Das? Ja. Willst du probieren? Ich mag Lamm. Aber ich finde das Lamm gut, aber ich weiß früher, als das letzte Mal hier war, also das ist auch schon ein bisschen her, gab es halt für diese Teigtaschen so Fleisch, also dass du so eine Art Döner machen konntest. Stimmt. Ja, ne? So eine Art Dönerfleisch gab es da. Ja. Und als ich jetzt das Lamm gesehen habe, dachte ich, hä? Und letztes Mal gab es auch diese Dönerfleisch für diese Teigtaschen. Bisher habe ich mir jetzt nicht so viel geholt, da habe ich mir noch ein bisschen Ziegenkäse nochmal geholt, das fand ich ganz gut. Und hier so ein Mickey-Tart und ein Baklava, das war's. Das Dessert spricht mich jetzt nicht so an, aber ist ja auch in Ordnung. Ja, kurzes Fazit zum Agrabah-Café hier im Disneyland Paris. Also erstmal, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, das Buffet bietet eine Variation in Essen, die man natürlich mögen muss. Also es ist sehr orientalisch, aber ich würde auch sagen, das Buffet für Vegetarier. Also hier gibt es, glaube ich, die größte Auswahl an vegetarischen Gerichten. Also wenn ihr Vegetarier seid und so orientalisches Essen mögt, dann kommt auf jeden Fall hierher. Teilweise war es ein bisschen trocken, also man braucht sehr, sehr viel Soße und das Dessert hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ich fand auch am besten, wie Nina das auch eben gesagt, die Vorspeisen, also den Hummus und die ganzen Salate und diese Brote. Als ich das letzte Mal hier war, gab es auch für diese Fladenbrote noch so Art Gyros, was man da reintun konnte. Gab es heute nicht, dafür gab es halt das Lamm. Ja, ich mag halt Lamm, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die gar kein Lamm essen. Ja, aber für Kinder gibt es auch ein kleines Buffet, aber auch sonst, ich würde sagen, jetzt auch nicht so mega kinderfreundlich. Das ist wahrscheinlich, seid ihr beim Plaza Gardens besser aufgehoben. Ist ja in derselben Preiskategorie wie das Plaza Gardens. Aber ist auf jeden Fall mal ein anderes Restaurant, also was ein anderes Essen, was man hier im Park bekommt. Ein bisschen ausgefallener als jetzt das ganz normale Standardzeug, würde ich mal sagen. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.